Dass es Kinder nicht überall auf der Welt so gut haben wie bei uns, das wissen wir. Doch wie sieht die Situation zum Beispiel in Guatemala aus? Spannendes Thema, dem wir uns im heutigen Video widmen. Also, ab geht's! Bevor wir starten, ein kurzer Tipp. Wir blenden dir einige wichtige Vokabeln zu diesem Themenbereich im Laufe des Videos ein. Lerne diese am besten, das hilft dir ganz enorm. Was bedeutet Kinderarbeit, auf Spanisch El Trabajo Infantil, eigentlich genau? Dieser Begriff umfasst alle Kinder unter 15 Jahren, die mehrere Stunden am Tag arbeiten müssen und das regelmäßig, zum Beispiel täglich. Die meisten von ihnen können daher nicht oder nur unregelmäßig zur Schule gehen. Die extreme Form davon ist die Ausbeutung der Kinder, auf Spanisch La Explotación Infantil. Dazu zählen alle Formen rund um Sklaverei, Leibeigenschaft, Knechtschaft, Zwangsarbeit, Prostitution, Pornografie, Drogenhandel sowie die Arbeit als Kindersoldaten und natürlich Erwachsenentätigkeiten, wie zum Beispiel das Arbeiten in einem Steinbruch, einer Mine bzw. im Bergbau, auf Mülldeponien und so weiter. Die Mehrheit dieser extremen Tätigkeiten wirkt sich negativ auf die Kinder aus, sei es auf die Psyche, auf die Gesundheit, auf die Entwicklung, auf das Wachstum oder eben auf die mangelnde Bildung. Dazu zählen auch Punkte wie eine vorzeitige Alterung, Unterernährung bzw. Mangelernährung, Depressionen, fehlende Geborgenheit und so weiter. Viele Kinderhilfswerke kämpfen seit langem gegen diese Missstände an. Die UN hat 1989 die Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. In dieser werden Rechte wie das Recht auf Leben, Recht auf Identität, Recht auf Familienwohl etc. festgehalten. Aber warum gibt es eigentlich Kinderarbeit? Der Hauptgrund ist die Armut. Es ist wie ein Kreislauf, aus dem keiner herauskommt. Die Eltern bzw. die Familien sind arm, sodass die Kinder arbeiten müssen, um zum Lebensunterhalt beizutragen. Diese Kinder werden, aufgrund der mangelnden Bildung, auch als Erwachsene arm sein, von morgens bis abends arbeiten müssen, sodass sich die Armut auch auf ihre Kinder überträgt, die wiederum ebenfalls arbeiten müssen. In vielen ärmeren Gebieten gibt es kaum Bildungseinrichtungen wie Kindergärten, Grund- oder weiterführende Schulen, Lehrer, Bücher etc. Lehrer sind zum Teil schlecht ausgebildet, verdienen kaum etwas, geben den Beruf dann schnell wieder auf. Eltern können aufgrund ihrer schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse weder Bücher noch Stifte noch ihre Schuluniform bezahlen, weshalb ihre Kinder auch dadurch von der Bildung ausgeschlossen werden. Trotz bestimmter Gesetze wird Kinderausbeutung und Kinderarbeit kaum unterbunden und dagegen angekämpft. Problem dabei ist, dass zum Beispiel in den ärmeren Gebieten auf politischer und polizeilicher Ebene Korruption herrscht und diese Personen selbst von Kinderarbeit und Ausbeutung profitieren. Kinder als Arbeitskräfte sind sehr billig, in vielen Gebieten gibt es kaum existenzsichernde Arbeit für Erwachsene und die von den Arbeitgebern gezahlte Löhne reichen kaum. Ein Sozialversicherungssystem zum Schutz gegen Arbeitslosigkeit oder für eine Krankenversicherung gibt es nicht. Dadurch ist meistens noch nicht einmal eine medizinische Grundversorgung, egal ob für Kinder oder Erwachsene, gewährleistet. Und noch ein Punkt. Bestimmte soziale Gruppen, ethnische Gruppen, Frauen und Mädchen, haben es generell schwierig, da sie leichter diskriminiert und benachteiligt werden. Und dadurch wiederum leicht in der Armutsfalle landen, wodurch der Kreislauf sich wieder schließt. Super spannendes und vor allem wichtiges Thema, das nicht nur für das Abitur wichtig ist. Du möchtest mehr über Spanien erfahren? Dann schreib uns doch deine Themenwünsche gerne in die Kommentare und klick dieses Video hier an. Also in dem Sinne, bis bald, mach's gut und ciao.